So. Guten Morgen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben nur noch ein halbes Jahr, um etliche offene Baustellen abzuarbeiten. Und da für die ländlichen Räume ganz bestimmt das Thema Landwirtschaft und deshalb auch das Thema Ernährungspolitik eine ganz wichtige Rolle spielt, haben wir als Linke zur heutigen Debatte einige wichtige ernährungs- und verbraucherpolitische Themen noch in einem Antrag zusammengefasst. Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, entscheiden nicht nur über unsere gesundheitliche Verfassung und über unsere Leistungsfähigkeit, sondern auch über die Entwicklung in unserer Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft wundert sich, dass ernährungsbedingte Krankheiten ständig zunehmen. Zur Grünen Woche müssen wir deshalb auf jeden Fall Finger in offene Wunden legen. Bundesernährungsminister Schmidt und die Lebensmittellobby weisen die Verantwortung von sich und schieben Verbraucherinnen und Verbrauchern die Schuld zu. Diese müssten sich ja nur besser informieren und ausgewogener ernähren. Der Lobbyverband der Ernährungswirtschaft, BLL, geht davon aus, dass Bildungsstand, soziale Schicht, Herkunft, geringe körperliche Aktivität und psychosoziale Aspekte wesentliche Gründe für Übergewicht seien. Übersetzt soll das heißen, Übergewichtige sind arm, ungebildet, ausländischer Herkunft, bewegungsfaul oder haben psychische Probleme. Das empfinde ich als höchst diskriminierend und verächtlich gegenüber diesen Menschen. Die werden diffamiert und haben das Problem, dass sie ihre Kaufentscheidungen vom Geldbeutel abhängig machen müssen. Das fehlende Geld ist nämlich meist der Hauptgrund dafür, dass so oft billigst produzierte Fertigprodukte auf den Tisch kommen. Tatsächlich müssen wir feststellen, die Bundesregierung verhindert eine verbrauchergerechte Kennzeichnung von Lebensmitteln und nimmt in Kauf, dass Kundinnen und Kunden bewusst getäuscht werden. Denn ein Einheitsbrei aus Fett, Zucker und Salz mit reichlich Farb- und Aromastoffen garantiert der Industrie die höchsten Profite. Dabei nutzen die Werbestrategen gesellschaftliche Benachteiligungen gezielt aus, um den Kauf ihrer Produkte mit den vielen Kalorien anzukurbeln. Professionelle Werbung ist gerade bei Lebensmitteln in der Lage, Kaufentscheidungen gezielt zu manipulieren. Lobbyisten beeinflussen Politik und Wissenschaft, um die Nährwertampel zu verhindern und die derzeitige Diskussion um Zuckerreduzierung zu steuern. Kinder werden besonders emotional angesprochen und durch raffiniertes Lebensmittelmarketing in ihrem Ernährungsverhalten beeinflusst. Selbst bei Kampagnen der Bundesregierung zur Ernährung und Bewegung sitzen die Süßwaren- und Softdrinkproduzenten mit am Tisch. Das haben wir satt. Und das haben auch die vielen Demonstranten, die am Samstag dafür auf die Straße gehen werden, satt. Die Regierung, der Verbraucherminister, muss der Verbrauchertäuschung endlich einen Riegel vorschieben und darf sich nicht länger von den Lobbyisten der Ernährungsindustrie seine Ernährungspolitik diktieren lassen. Wir müssen endlich die Interessen und Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher stärken. Das bedeutet, wir brauchen verbindliche Vorgaben zur Reduzierung der hohen Fett-, Salz- und Zuckeranteile in Fertiglebensmitteln. Die Nährwertampel als eine verbraucherfreundliche Lebensmittelkennzeichnung, die sich gegen schillernd bunte Werbung behauptet, muss eingeführt werden, auch über die EU-Ebene. Falsche Gesundheitsversprechen, gerade bei Kinderlebensmitteln, die oft viel zu viel Zucker und Fett enthalten, gehören verboten. Lebensmittelwerbung, die sich direkt oder über den Umweg der Eltern an Kinder und Jugendliche richtet, muss konsequent eingeschränkt werden bei allen Ernährungs- und Bewegungs- und Gesundheitsprojekten des Bundes. Ist ein striktes Kooperationsverbot mit der Lebensmittelindustrie und den Lobbyverbänden sicherzustellen. Und was mir besonders am Herzen liegt, der Bund muss gewährleisten, dass bundesweit alle Kinder und Jugendlichen in Kitas und Ganztagesschulen ein beitragsfreies und hochwertiges Essen erhalten.
Ich fasse zusammen. Wir brauchen ein ernährungspolitisches Maßnahmenpaket. Für eine gesunde Ernährung brauchen alle Menschen hochwertige und bezahlbare Lebensmittel. Das heißt auch, Informationen über Lebensmittel müssen so gestaltet werden, dass sie eine ausgewogene, gesund erhaltende Ernährung wirksam unterstützen. Sie müssen also leicht verständlich, schnell erfassbar und vergleichbar sein. Das ermöglicht die Nährwertampel. Werbung ist immer eine Kaufforderung, Aufforderung und umso wirksamer, wenn sie von beliebten Promis vorgetragen wird. Sie beeinflusst unser Verhalten und damit die Lebensmittelauswahl und unsere Ernährungsweise. Deshalb ist die Werbung der Industrie mitverantwortlich für das Problem von Übergewicht und ernährungsbedingten Erkrankungen. Auch deshalb für uns unabdingbar unabhängige Ernährungsforschung. Frau Kollegin. Kinder, letzter Satz. Kinder sind besonders leicht manipulierbar. Deshalb statt Werbung für Fettes und Süßes brauchen sie Ernährung und Verbraucherbildung, und zwar in Theorie und Praxis. Und deshalb lassen Sie sich bitte unseren Antrag gut schmecken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort erhält nun der Kollege Willy Brase für die SPD-Fraktion.